Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier Blindverkostungen auf meinem Kanal und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, wäre ich bereit für eine Flasche zu zahlen. Und dann, voilà, löse ich auf und dann schauen wir mal, was rauskommt. So, und dann suche ich mir erstmal hier wieder eine Flasche aus. Das ist jetzt die Nummer 2. 2. So. Hier hinter ist eine Zahl und die Zahl sagt erst aus, was das hier für ein Whisky ist. Bis dahin, keine Ahnung. So, mal gucken. So, das reicht. So, schauen wir mal. Ein rote Trockenfrüchte. Erinnert mich ein bisschen an Cranberry. Hat also wirklich diese tiefen Gerüche. Leichte Tabaknote dabei. Vom Alkoholgehalt. Jetzt nicht zu viel. Vielleicht 43%. Ja. Und ansonsten ist er also wirklich ein gesetzter, schöner, vom Aroma her auch ein runder Whisky. Also solche Aromen kriege ich eigentlich bei Whiskys, die etwas besser vom Preis her sind, sage ich mal so. Also sie sind einfach diese dunklen Früchte. Ich bin gerade am Überlegen, es ist nicht Brombeere, es ist Heidelbeere. Ja, so heidelbeerenmäßig. Genau. Heidelbeeren und eine Spur, oder nicht eine Spur, sondern ein bisschen getrocknete Cranberries. Schön. Also der Whisky, da freue ich mich schon, den zu probieren. Da glaube ich, dass das ein schöner Whisky ist. Am Anfang direkt präsent, holzige Süße, sage ich jetzt mal, also nicht so Tannin, so bitter, sondern wirklich süße, holzige Süße, Lakritz, und das kontinuierlich gut. Die ganze Zeit habe ich diese lakritzige Tabakmomente. Und das zog sich durch. Von ersten Moment an war der Whisky präsent auf der Zunge. Und boah, schön. Richtig schön. Also, das ist ein Whisky, da kann man auch einen Euro für hinlegen, ne? Die Aromen jetzt sind immer noch intensiv. Sie haben sich mehr auf dem Geschmack angeglichen. Das heißt, auch hier diese tanninhaltigen Aspekte sind jetzt noch ähnlicher als vorher. Vorher habe ich ein bisschen da. Jetzt kommen die Tabaknoten raus. Aber er hat auch ein bisschen lederhaft. Ist auch ein bisschen Leder drin. Also
würde ich so sagen. Aber nee, jetzt nicht so ultra dominant. Nein, nein. So, dann wollen wir mal den zweiten Schluck probieren. Okay. Zu dem, was ich vorher sage. Am Anfang kam diese Präsent. Er ist direkt in einer Art Milchschokolade drin. Die ist ja auch sofort präsent, wenn man sie auf der Zunge hat. Und genau hier ist das auch präsent, diese Milchschokoladigkeit. Dann ging er ja in so in diese Tabaknote über. Dann hat er sich ja nochmal verändert. Dann wurde er wirklich eine dunklere Schokolade. Und im Abgang habe ich nochmal so richtig dieses schöne, tiefe, dunkle Schokolade reingekriegt. Aber nicht bitter. Also das ist keine Bitterkeit. Vielleicht eine Spur, ja. Aber das ist aber keine Bitterkeit, die schlecht ist. Das ist einfach hochwertiges Genuss und hochwertige Aromen, die man da mitbekommt. Gut. Ja, der Whisky, der be begeistert mich. Also das ist ein Whisky, da sage ich, jo, der macht Spaß. Was wäre ich denn bereit dafür zu zahlen? Also er hat zwei große Transitionen. Er ist voll, er hat eine schöne Nase. Also ich wäre bereit, für diesen Whisky 58 Euro zu zahlen. Also das ist ein sehr guter Whisky in meinen Augen. Sehr hoher Preis, ja, für mich, also für meine Verhältnisse. Ja, ich mache ja hier ungefähr bei 60 Euro, fängt meine ziemliche Schmerzgrenze an. Ich habe ein paar, die teurer sind, aber ich versuche es zu vermeiden, teure Whiskys zu holen. Aber wer weiß, vielleicht muss ich irgendwann mal auf 70 Euro gehen, weil die schönen Whiskys erst, also bis 70 Euro auch vorhanden sind. Naja, okay, gut. Dann wollen wir jetzt auflösen. Also ich, wie gesagt, 58 Euro. Ach ja, ich will noch ein bisschen mehr sagen. Ich glaube, es ist ein schottischer Whisky. Ich glaube, dass der. Ah, das Alter könnte ich noch wissen. Der hat was. Ich sage mal 15 Jahre. Er hat. Also Alkohol ist super gut eingebunden. Also der könnte auch 46 haben. Ich würde es nicht merken. Ich sage deswegen auch 46%, weil ich es einfach nicht merke und ich habe so das Gefühl, der hat das einfach super eingebunden. Gut, 58 Euro und jetzt lösen wir auf. So, das ist die 18. Die Nummer 18. Die 18 sucht die Wahrheit. Wir holen jetzt die Wahrheit. 17 und es ist der. Boah, Tamavulin Sherry Cask. 25 Euro. Das ist der hier. Oh Mann, ist der gut. Oh Mann, ist der gut. 40 Volumenprozent. No Age Statement. Ja. No Age Statement. Zweite Mal habe ich jetzt in meinem Programm. Ich habe noch nicht mal so viel getrunken. Schaut mal. Flasche ist noch ziemlich voll. Aroma, frisch gebackene Obstkuchen, Vanilleschoten, gefolgt von Bananen, karamellisierte Orange und frischer Ingwer. Geschmack, wärmt mit exotischen Noten, glasierten Nektarinen und Vanillecreme. Ein Hauch von Karamellpudding, Daramera-Zucker und Orange. Abgang mittellang, komplex, nachhaltig mit Obstkuchen und reifen Aprikosen. Amerikanischen Eichenfässer, Finish in Sherryfässern.
Ha, warum habe ich das mit den Schärfefässern nicht rausgekriegt? Schade eigentlich. Darüber hätte ich nochmal nachdenken können. Hatte ich aber nicht. So, der Whisky reift zuerst in ehemaligen Möhrenfässern, bevor sie ihre Nachreife von drei verschiedenen Sorten von Sherryfässern erhielten. Ich vermute mal, die wurden dann in drei verschiedenen Sorten reingesetzt. Also, die wurden dann geteilt, dreimal. Und ich vermute mal, da hat man sie dann zusammengeschnitten, sozusagen eine Art Blend gemacht. Aber wenn es innerhalb einer Distillerie ist, ist es ja kein Blend. Ja, dann bleibt es immer noch ein Single Malt. Was kann ich dazu sagen? Bin ich jetzt traurig? Nein. Ich finde immer super, wenn ich einen so einen tollen Whisky ja, trinke, der mich eigentlich an einen ganz anderen Whisky erinnert. Und das werde ich jetzt mal kurz machen. Also Leute, das ist ein Hammer. Ich hole mir mal den Ben Nevis. Ich habe hier nur noch den letzten Rest. Ben Nevis, 10 Jahre. Den vergleiche ich jetzt mal. Und jetzt will ich mal gucken, ob der dagegen anstinken kann. Also die Farbe, ich weiß nicht, ob der jetzt gefärbt ist. Der Ben Nevis ist heller, der ist dunkler. Ich weiß gar nicht, ob der gefärbt ist. Könnte sein, dass er gefärbt ist. So, jetzt wollen wir hier kein Chaos hinterlassen. So, eigentlich habe ich den mir für eine besondere Gelegenheit nämlich aufgehoben, weil den Ben Nevis 10 fand ich richtig, richtig gut. Sehr ähnlich. Also. Erst habe ich gedacht, ach, der hat hier so einen leicht, noch einen leichten Touch anders. Ja, hier kommt so ein bisschen so ein Weingummi raus. Ach, ja, auch. Aber nicht so stark. Eher hier so eine natürliche Frucht. Ja, jetzt kommt hier so ein bisschen Aprikose rüber. Hier jetzt nicht weniger stark, aber trotzdem sehr ähnlich. Jetzt werde ich den Ben Nevis probieren. Ähnlich stark, mehr in die Aprikose gehend. Und der Abgang ist, oder der letzte Drittel und der Abgang ist wesentlich schokoladiger hier. Also er macht da also und dann zum Schluss ein Hochgang. Also ging dann nochmal so intensiver von den Geschmäckern her. Jetzt der Tamavulin. Ja, da merkt man, der Tamavulin war am Anfang etwas präsenter, aber zum Schluss kam er dann nicht so, hat er nicht die Steigerungsrate gekriegt. Beim direkten Vergleich. Ja, aber wenn ich den Preisunterschied sehe, würde ich sagen, wow, absolute Kaufempfehlung. Absolute Kaufempfehlung. Ich habe mir jetzt so vor 6 Monaten, glaube ich, das letzte Mal im Glas gehabt. Also auch hier blind verkostet. Ich glaube, ich habe ihn da auch verdammt gut bewertet. Und ich sage ganz ehrlich, ich stehe dazu. Das ist ein ganz toller Whisky. Wenn ihr Whisky-Anfänger seid und wollt einfach mal einen guten Whisky trinken, also der eigentlich eher in einer Preisklasse ist, der vielleicht noch nicht in euren Vorstellungen entspricht, kauft den. Ja, und dann genießt den. Das ist ein Whisky, der euch schon in diese richtige Whisky-Szene, also in den Whisky trinken und Genuss, wirklich überführt. Ja, das ist wirklich, das kann euch so den Aha, Whisky kann auch das sein, ja, vermitteln, wenn ihr nicht gerade 50, 60, 70 Euro ausgeben wollt. Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar ganz gute, die. Die noch besser sind natürlich und für 70 Euro oder 60 Euro
60 Euro, da gibt es auch echt geile Whiskys, muss ich dazu sagen. Also die sind auch nochmal outstanding von dem 60 Euro. Sogar deutsche Whiskys sogar. Ja, das war's dann vom Blind Whisky. Ich habe jetzt den Schluss ein bisschen verlängert, aber ich hoffe, euch hat das Whisky-Video trotzdem Spaß gemacht und ich kann nur noch sagen, habt viel Spaß mit euren Whiskys. Bis dann, tschüss.